Hallo, in diesem Tutorial zeige ich euch einen einfachen Haarknoten mit Zopf. Dafür braucht ihr ein Haarband mit Schlitz, einen sogenannten Haartwister. Es gibt diese Twister in verschiedenen Ausführungen und Farben. Man kann sie im Internet bestellen. Trennt einen Teil vom Haar am Oberkopf ab. Steckt ihn provisorisch mit einer Haarklammer fest. Zieht den Rest der Haare durch den Schlitz im Twister durch. Fixiert das Haar im Twister von beiden Seiten und zieht den Twister nach unten, ungefähr bis zu den Haarspitzen. Und jetzt fangt an, den Twister mit dem Haar nach oben zu wickeln. Es wird nach innen gerollt. Wenn ihr das ganze Haar gewickelt habt, nehmt den übrigen Haarteil von oben und legt ihn einfach auf das gerollte Haar drauf. Verbindet jetzt die Enden des Twisters und verleiht ihnen eine beliebige Form, die euch gefällt. Der Haartwister ist sehr biegsam, weil drinnen ein Draht ist. Deswegen lässt er sich schön in alle Richtungen biegen. Nun ist der Tutt mit Zopf fertig. Mit so einem Haartwister haben wir im Handumdrehen ohne Haarklammern und ohne Haarnadeln diesen originellen Haarknoten hingekriegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!